kennen Sie das? Sie fahren Bus und werden dermaßen durchgeschüttelt, weil der Fahrer wie wahnsinnig durch die Gegend pest. Wer nicht sitzt und sich gut festhält, der fällt womöglich sogar hin und wird im schlimmsten Falle sogar verletzt. Klar, es gibt bei uns in Baden-Württemberg viele rücksichtsvolle und zuvorkommende Busfahrer. Aber es gibt eben auch die anderen. Und zunehmend beschweren sich Fahrgäste über deren Fahrstil und schlechte Manieren. So zum Beispiel auch in Rottweil, wo das Problem gerade besonders akut ist. Seit knapp 2 Wochen gibt es in der ältesten Stadt Baden-Württembergs eine heftige Debatte. Und viele Fahrgäste, so berichtet Cordelia Marsch, machen ihrem Ärger Luft. Christine Ott-Vollmer fährt jeden Tag mit dem Bus nach Rottweil. Sie hat weder Führerschein noch Auto und ist auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Eigentlich ist sie immer gerne Bus gefahren. Doch in letzter Zeit hat sie oft schlechte Erfahrungen gemacht. Vor circa 10 Tagen war es, da fuhr ein Fahrer vom Stadtbus zu schnell durch die Stadt, meiner Meinung nach. Und der musste dann an einer roten Ampel auf die Bremsen steigen. Und da hat es mich dann eben auch hier in diesem Vierersitzabteil nach vorne geschlagen. Und ich habe mir dann mein rechtes Knie blau geschlagen. Da war ich dann etwas wütend natürlich. Auf ihre Nachfrage beim Busfahrer, was das solle und warum er so schnell unterwegs sei, habe dieser sie nur angeschrien. Auch Katharina Hirsch fährt täglich Bus in Rottweil. Früher zur Schule, jetzt zu ihrer Ausbildung in einer Anwaltskanzlei. Anfang Oktober ist ihr der Kragen geplatzt, als sie hier an der Haltestelle einen Jungen beobachtet hat, der gerade auf den Bus rannte. Als der Junge dann schlussendlich die Türe erreicht hatte, die geschlossen war, fuhr der Busfahrer los. Und ich dachte mir, das kann ja jetzt nicht sein, dass er nicht mal in Rückspiegel oder in Seitenspiegel schaut, ob da jetzt wirklich nicht noch jemand herrennt. Und dann kam mir das halt alles hoch, weil ich halt selber auch so ein paar Erfahrungen gemacht habe und dachte einfach, ich möchte mich dazu jetzt äußern. Ihrem Unmut hat die 20-Jährige auf Facebook Luft gemacht. Die Resonanz groß. In den Kommentaren ist die Rede von verletzten Fahrgästen und stehengelassenen Kindern. Viele scheinen sauer zu sein in Rottweil. Ja, also so ein Verrückter war schon da. Der ist über alles gefahren und war eklig und war protzig und. Wie wenn er sich nötig hält. Es gibt einige schwarze Schafe, würde ich auch sagen. Sehr oft erreicht man die Anschlussbusse nicht, weil einfach Verspätung ist. Man sieht die, dass sie ihre Kopfhörer drin haben. Man sieht sie auch Zigarette rauchen. Besonders viele Beschwerden richten sich aktuell gegen die Stadtbus GmbH, eins von 4 Busunternehmen in Rottweil. Der Geschäftsführer verteidigt sich. Neue Fahrer würden ausführlich eingearbeitet. Nur gäbe es fast niemanden, der den Job noch machen wolle. Deshalb hat er kürzlich 5 Fahrer aus dem Ausland eingestellt. Die Beschwerden über seine Busfahrer kenne er. Ich kann Ihnen 2, 3 Namen sagen, ja, die muss ich eigentlich entlassen. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, das sind natürlich 2, 3 Leute da, das sind immer die gleichen, die sich über den Fahrer beschweren. Da stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht. Ja. Wenn die 2 sich sehen, da geht's schon los. Und das ist halt das Thema. Und da muss ich immer wieder fragen, bitte, warum fahren Sie eigentlich letztendlich mit diesem Fahrer? Seit 9 Jahren für Stadtbus unterwegs und beliebt bei den Fahrgästen. Süleyman Cicek. Er mag die Arbeit. Das Problem, was er sieht, viele unverschämte Kunden. Verlangen halt zu viel. Die wollen halt zu viel. Die wollen halt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Haltestelle komme, Abfahrt, ich fahre los und dann winkt eine von 100 Meter. Und wenn wir nicht anhalten, dann heißt das, wir sind zu früh losgefahren. Unverschämte Kunden auf der einen Seite, rücksichtslose Busfahrer auf der anderen. Beim Landkreis ist das Problem noch nicht angekommen, schreibt man uns auf Nachfrage. Fest steht aber, viele Fahrgäste wie Katharina Hirsch sind unzufrieden und fühlen sich nicht mehr sicher.